Unsere Themen am Mittwoch: höhere Preise im Nah- und Fernverkehr. FCE spielt wieder gegen Erstligisten. Und Silvia Willings Reisebericht aus dem Irak. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Hallo und herzlich willkommen zur LTV aktuell am Mittwoch und gleichzeitig zum ersten durchgehenden Wintertag in diesem Jahr. 9 Monate Haft auf Bewährung, so lautet das Urteil für einen Cottbusser Polizisten. Das Verfahren gegen den Beamten wegen fahrlässiger Körperverletzung im Amt ist gestern zu Ende gegangen. Im zweiten Anlauf hat der Verurteilte die Strafe akzeptiert. Er muss zusätzlich 3.000 Euro zahlen. Bei der versuchten Festnahme eines mutmaßlichen Wirtschaftskriminellen im August 2014 hat der Polizist seine Waffe gezogen. Entgegen der Vorschrift hielt er dabei seine Finger am Abzug und nicht parallel zum Lauf. Daraufhin löste sich ein Schuss, der den Verdächtigen am Kopf traf. Er liegt bis heute im Koma. Wir erhöhen nicht die Ticketpreise. Diese Aussage der Deutschen Bahn hat viele Pendler aufatmen lassen. Und tatsächlich, zum Fahrplanwechsel sind die Preise nicht gestiegen. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg hat dafür aber eine Tarifanpassung durchgeführt. Somit kosten auch in Cottbus Stadt und Land seit Anfang des Jahres die Fahrscheine etwas mehr. 10 Cent mehr. Der Verkehrsverbund Brandenburg hat die Preise im Nahverkehr angepasst. Davon sind auch Kunden von Cottbusverkehr betroffen. Seit dem 1. Januar gelten die neuen Preise. Ein Einzelfahrticket für die Tarifbereiche AB und BC kostet jetzt 1,60 Euro, also 10 Cent mehr als bisher. Die 4-Fahrten-Karte kostet ab sofort 5,70 Euro, eine Tageskarte 3,30 Euro und ermäßigt 2,40 Euro. Die Preise für alle anderen ermäßigten Tickets bleiben hingegen beim alten. Cottbusverkehr ist Teil des Verbundes, das heißt, wir tragen an der Endentscheidung mit als einzelnes Verkehrsunternehmen, aber eben auch alle anderen in Brandenburg und auch Berlin. Und es berechnet sich nach den Verbraucherpreisen, also der Strompreis, die Verbraucherkosten, Lebenshaltungskosten werden damit einberechnet und dann ergibt sich eben diese Tarifanpassung. Die neuen Tarife haben auch Einfluss auf alle bereits gekauften Fahrkarten. Sie verlieren zum 15. Januar ihre Gültigkeit. Wegwerfen sollte man sie dann aber noch nicht. Alle alten Fahrausweise können noch bis zum 14. Januar genutzt werden. Da passiert auch nichts, wenn ich da noch einen alten Fahrausweis habe. Danach erhalte ich im Zweifel einen EBE. Allerdings können auch alte Fahrausweise noch 5 Monate lang, also bis zum 31. Mai, umgetauscht werden. Dazu muss ich dann nur den Differenzbetrag zahlen und das geht einfach bei uns im Kundenzentrum. Einen Überblick über die neuen Preise gibt es im Internet auf cottbusverkehr.de. Weitere Preissteigerungen sind derzeit nicht geplant. Die Cottbuser CDU-Stadtverordnetenfraktion spricht sich klar für die Zurückzahlung der Altanschließergebühren aus. Grund dafür ist das Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Die Karlsruher Richter haben in 2 Fällen festgestellt, dass es verfassungswidrig sei, dass Grundstückseigentümer noch Jahre nach dem Anschluss ans Kanalnetz zahlen müssen. Für kommenden Mittwoch ist eine Sondersitzung des Hauptausschusses einberufen worden. Badegäste müssen sich in der Lagune auf weitere Beeinträchtigungen einstellen. Mehr dazu jetzt in den Kurznachrichten. 200 Flüchtlinge, die will Spreewaldbauer Ricken in Fettschau aufnehmen. In den Unterkünften für die Saisonarbeiter sollen die Asylbewerber unterkommen. Über einen entsprechenden Beschlussvorschlag wollen die Mitglieder des Kreisausschusses in einer nicht öffentlichen Sitzung morgen Abend in Senftenberg entscheiden.
Es wird wieder erstklassig im Stadion der Freundschaft. Der Europa League-Teilnehmer VfL Wolfsburg ist Freitagabend zu Gast. Aber nein, der FCE hat nicht zwei Ligen übersprungen. Es handelt sich um ein hochkarätiges Testspiel anlässlich der bevorstehenden 50-Jahr-Feier. Doch die Trainingsvorbereitungen erfolgen unter erschwerten Bedingungen. Lagune auf dem Prüfstand. Morgen wird in der Lagune das Lüftungssystem kontrolliert. In der Badehalle können dadurch Rauchtests durchgeführt werden. Die sind aber nicht gesundheitsgefährdend. Der für Freitag angesetzte Gutachtertermin zur Beweissicherung der Baumängel am Bad ist hingegen verschoben. Somit hat die Lagune wie gewohnt geöffnet. Gefahrenzone Turbokreisel. Der Turbokreisel bleibt für Autofahrer gefährlich. Laut Polizei gab es im letzten Jahr 13 Unfälle im Kreisverkehr. Hauptursache dafür sind Vorfahrtsfehler. Manche Autofahrer fahren aber auch zu schnell oder blinken nicht. Neben der Teamstraße bleibt er der Ort mit den meisten Unfällen in Cottbus. Mehr Möglichkeiten im Studium. Ab März gibt es einen neuen Studiengang an der VWA Cottbus. Das Programm wird um den Gesundheitsbetriebswirt erweitert. Am Montag erklärt der Geschäftsführer der VWA Cottbus, Thorsten Fritz, die Studiengänge im Sommersemester. Interessierte können sich ab 18 Uhr im Weiterbildungszentrum der THW über Studienplätze informieren. Im Abfallkalender der Stadt Cottbus ist ein Druckfehler aufgetreten. Davon betroffen sind die Grundstücke mit den Startterminen in dieser Woche. Die Entleerungen für die schwarze, gelbe und blaue Tonne verschieben sich nicht aufgrund eines Feiertages, wie im Kalender veröffentlicht, um einen Tag nach hinten. Auf www.cottbus.de/Abfallkalender kann die Korrektur eingesehen werden. In die Regionen reisen, wo Touristen für gewöhnlich nicht hinfahren, das macht Silvia Wähling. Die Leiterin des Menschenrechtszentrums hat beispielsweise vorletztes Jahr ihren Urlaub im Irak verbracht. Erst vor wenigen Tagen ist sie von ihrer letzten Reise zurückgekommen. Und wie sollte es auch anders sein aus einem Krisengebiet? Ein Bild, was schon etwas komisch anmutet. Mitten zwischen den fleißigen Schneeschiebern trainieren die Torhüter des FCE. Während den einen beim Arbeiten warm wird, kommen die anderen beim Training ins Schwitzen. Die Feldspieler laufen währenddessen durch den Eliaspark. Es wirkt fast so, als hätte das Team keine Zeit, bis zum Freitagabend zu verlieren. Ist aber auch kein Wunder, denn da weht im Stadion der Freundschaft ein Hauch von Bundesliga. Du spielst gegen Wolfsburg, gegen eine Top-Mannschaft, ja? Zweiter in Champions League hat Manchester United geschlagen, ja? Pokalsieger. Wir wollen für unsere Fans ein gutes Spiel machen. Und natürlich, wir wollen nicht verlieren. Gegen Wolfsburg, egal. Ist nicht der Wichtige, ja? Wir wissen das, alle. Und trotzdem, wir wollen ein gutes Spiel machen. Zu Gast ist mit dem VfL Wolfsburg ein Champions League-Teilnehmer und der deutsche Meister von 2009. Anlässlich des 50-jährigen Vereinsjubiläums von Energie konnte der Verein dieses Freundschaftsspiel klarmachen. Beim Vergleich dritte und erste Liga liegt die Rollenverteilung von Favorit und Underdog ja eigentlich klar auf der Hand. Doch es hat in der Lausitz, vor allem gegen vermeintlich viel stärkere Gegner, schon so einige Sensationen gegeben. Außerdem war jeder Spieler über Weihnachten sehr diszipliniert. Die Jungs sind gut, ja. Ich bin zufrieden bis jetzt, ja. Keiner kommt mit, nicht mit 500 Gramm mehr, ja. Zum Beispiel Busean Munir kommt mit 4 Kilo weniger, ja. Aber sowieso, er muss 2-3 Kilo runterkommen, ja. Aber denke ich, jeder hat sein Programm in den letzten 10 Tagen, was hat er bekommen von mich und von Christian Möhring, ja, von der Fitnesstrainerin. Die Jungs sind gut drauf, ja. Ich bin zufrieden bis jetzt. Die Mannschaft um Trainer Vasile Miriuza trainiert trotz der eisigen Temperaturen schon hart für das Spiel. Und auch wenn es in Anführungszeichen nur ein Freundschaftsspiel ist, bereitet sich das Team auf Wolfsburg genauso hochkonzentriert vor wie auf jedes Ligaspiel. Da können auch die Schneeschieber nicht stören. Trotz der eisigen Temperaturen sollten die teils zugefrorenen Seen in der Region nicht betreten werden. Davor warnt die Stadtverwaltung Cottbus. Außerdem weist sie darauf hin, dass es keine offizielle Freigabe von Eislaufflächen gibt. Wenn jemand diese zum Schlittschuhlauf oder Hockeyspiel betritt, dann geschieht das auf eigene Gefahr.
Mit dem Rauchen aufhören, gesünder leben und mehr Sport treiben. Das sind nach wie vor die Top 3 der guten Vorsätze fürs neue Jahr. Mit letzteren dürfte es keine Ausrede mehr geben, denn hier kommt jetzt eine Ausgabe von Meine 5 Minuten. Direkt im Anschluss gibt es ein neues Expertenangebot. Dieses Mal wird ein Produkt angeboten, das Ihnen auch beim Sport behilflich sein kann. Ich sage vorher Tschüss und wünsche einen schönen Abend. Die aktuellen Temperaturen ist Silvia Wehling gar nicht mehr gewohnt. Mit Mitarbeitern der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte hat sie Weihnachten in Kurdistan verbracht. Und dort waren es um die 15 Grad. Im Oktober war Silvia Wehling schon einmal im Irak. Für eines der kleineren Flüchtlingslager soll eine Weihnachtsfeier organisiert werden. Das stand seitdem fest. So besinnlich wie in Deutschland ging es aber nicht zu. Gemeinsam haben sie Volkstänze getanzt und Weihnachtslieder in verschiedenen Sprachen gesungen. Das muss man sich so vorstellen, diese Menschen, die sonst nichts haben, frieren. Keiner an sie denkt wirklich, dass sie für einige Stunden einfach ihre Sorgen beiseite lassen konnten und einfach fröhlich miteinander feiern. Wir hatten auch einige Moslems und Jesiden zu der Feier eingeladen. Ein paar muslimischen Abgeordneten vom Regionalparlament sind gekommen und alle gemeinsam haben wir gefeiert und getanzt und das war richtig eine wahnsinnige Stimmung. Anschließend gab es für die Menschen im Lager auch noch ein Geschenk. Die Pakete wurden extra aus Deutschland eingeflogen. Anhand von Listen wurden sie verteilt. Jeweils ein Vertreter der Familie hat das Paket abgeholt. Es waren Lebensmittel drinnen und Hygieneartikel und auch neuwertige Kleidung. Und einer hat eine Jeans da drin gefunden, die ihm ganz genau gepasst hat, hat sie angezogen und ist sofort gekommen, um uns das zu zeigen. Ganz stolz, wie er diese Jeans in seinem Paket gefunden hat, hat sich natürlich ganz herzlich bedankt. Also es waren wirklich tolle Erlebnisse. Mittlerweile gibt es schon konkrete Pläne, wie Silvia Wehling weiter vor Ort helfen will. Demnächst sollen weitere Möbel und Unterrichtsmaterialien in die Schulen gebracht werden. Außerdem will sie einen Bus organisieren, der Schüler und Lehrer in umliegende Orte bringt. Schon im März steht für Silvia Wehling die nächste Reise in den Irak an.